Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 5 von Astronier. Ja, ich habe zig Sachen ausprobiert, um das Problem hier zu lösen, aber bis jetzt bin ich da nicht drauf gekommen. Es gibt zwar eine Version mit DX10, die laufen würde, aber die sind dann, ist dann schon so alt, dass da ja gewisse Dinge gar nicht passen und dies will ich dann auch nicht. Also ich werde weiter gucken. Notfalls setze ich mein System nochmal neu auf eine andere Distribution, die ich hier habe und hat ja schon mal funktioniert, sollte eigentlich auch wieder funktionieren. Deswegen, da muss ich gucken, was hier das Problem ist. Irgendwas ist halt mit den Treibern nicht richtig am Laufen, schätze ich mal. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das wird dauern, denke ich mal, aber wir werden jetzt hier erstmal kurz weiterspielen. Ich hoffe, dass ich die Spielstände immer irgendwie retten kann, dass wir die mitnehmen und ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir Pech haben, müssen wir wieder neu anfangen. Alles klar, da wisst ihr aber erstmal Bescheid, wie der Stand der Dinge ist und nach dem Intro schauen wir uns das dann weiter hier an, ne? Bis gleich. So. Ja, das Ärgerliche ist halt vor allem, dass man hier jetzt zum Beispiel da hinten ist Harz. Da läufst du einfach dran vorbei, weil du es nicht siehst, ne? Das ist einfach, weil das Licht hier irgendwie so schäbig ist. Ich kann es nicht ändern, ich weiß es nicht wie und naja, es wird dauern. Weißt du was? Wir setzen uns mal hier eine Leitung hin, das bringt so nix, sonst haben wir gleich keinen Sauerstoff mehr. Bloß nicht da reinfallen. Ich glaube, die Dingens muss ich mal runtersetzen, ne? So, das funktioniert schon mal. Die Empfindlichkeit der Maus ist ziemlich hoch. Ne, T und nicht. Ah, natürlich daneben, ne? Ist klar. So, jetzt passt es erstmal. Und jetzt können wir hier erstmal abbauen. Ne, R, nicht E. E, nicht R. Und ich sehe hier vorne war schon gerade wieder ein Grafikfehler und da sind die nächsten Grafikfehler. Also das ist auch gerade keine Version, die ideal dafür ist. Da muss ich auch noch mal dran rumschrauben. Jetzt ist wieder weg, ne, der Fehler. Da müssen wir mal gucken, wie das hier wird. Schön ist das nicht, aber wegschmeißen will ich es jetzt auch irgendwie nicht. Ist auch ärgerlich, dass ich die Version mit der Nummer 34 dann nicht mehr habe, die Folge 34 nicht mehr habe. Das ärgerte mich schon genug. Und jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Da ist, glaube ich, noch was am Liegen. Naja. Es ist schwer zu sehen hier schon mal. Ich glaube, wir holen immer Harz hier raus, ne, oder? Ich denke mal, dauert nicht lange, dann fällt da einer gleich runter. Okay, wir haben immer noch Platz wohl. Kommt da noch Harz zusammen, ist die Frage. Jetzt ist nur Erde, glaube ich. Hier könnte noch hart sein, oder? Da ist auf jeden Fall gerade Harz gewesen. Hier ist noch was. Das Gelbe ist jetzt nicht Harz, sondern wenn das Gelb ist, dann ist es Dingens. Aber jetzt sind wir voll. Ja. Kriegen wir das Ding noch mit?
Jetzt gehen wir erstmal wieder zur Basis und bringen das erstmal weg. Natürlich ein bisschen langwierig jetzt. Geht das mit dem Laufen? Hier, ja, doch, geht auch mit dem Laufen hier. Die Frage, wo wir hier gleich runterfallen. Hier gibt es Forschungspunkte auf jeden Fall. Hier ist auch Harz, wie wir gerade sehen. Wir werden überhaupt nicht so weit laufen brauchen für das Zeug. Ja, so ist das halt. So, also da konnten wir es ja schon mal ablegen. So, was können wir denn jetzt hier tun? Erstmal gucken wir gerade in unseren Rucksack rein. Was haben wir denn alle aufgenommen? Eigentlich nicht so viel. Achso, die Gestänge haben wir auch noch. Hier oben ist eine Forschungsgeschichte. Die kann da schon mal rein. Das läuft. Können wir was abgeben? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Schmelzend heiß. Die verfolgen mal die schmelzend heiß Geschichte. Okay. Aber wir haben noch kein Aluminium bzw. Laterit gefunden. Entsperre Druck und befestige den Boost-Modus am Beländewerkzeug. Okay, da brauche ich aber wieder Forschungspunkte, glaube ich, alles für, ne? Das ist auch klar. Augen auf Lithium. Habe ich nicht. Sauerstofftank freischalten. Ja, das können wir vielleicht alles gerade hier schon so schaffen, oder? Dynamit. Licht in der Ferne. Portalkammer nimmt einen Byte. Das haben wir schon fertig. Müssen wir da noch was einlösen? Ich glaube, das haben wir schon alles frei gemacht, ne? Ja, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter. Oh, stimmt, da war irgendwo was. Entsperr und Druck, Schmelzofen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach die Forschung vorantreiben jetzt gerade. Wir haben da. Oh, wir haben ja 4200 Punkte. Da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, ne? Schmelzofen, wo war der? War der hier auf Stufe 2 vielleicht? Autoarm, Energiesensor. Planierer. Kostet 5000, ey. Feststoffschubdüse, ja, das sind alles Dinge, die wir dann wahrscheinlich brauchen. Bohrstärke. Nee, ist jetzt wahrscheinlich hier nicht. Jetzt müssen wir mal. Entschuldigung. Hier ist ein großer Drucker. Forschungskammer. Exo-Auftragsplattform. Handelsplattform. Ist hier der. Nee. Schmelzofen, da ist er. 4300 kostet. Nö, können wir ja. Wir haben ja reichlich da oben. Das heißt, wir gehen hier auf den Button. Und machen das erstmal, ne? Muss das Ding noch kommen, oder wie war das? Kam das dann nicht draufgefallen? War das nicht so? Wir können ja erstmal gerade noch hier gucken, was noch geht. Erdzentrifuge. Ja, das können wir alles auch machen. Aber das ist jetzt gerade. Achso, nee, das kommt erst, wenn wir hier drauf sind, ne? Wo war das jetzt mit dem Schmelzofen? Schmelzend heiß. Klar, da ist es, aber Entsperrung und Drucke schmelzen. Ach, den muss ich auch noch drucken erstmal. Dann kriege ich den Haken. Und dann muss ich Laterit finden halt. Was sehr schwer ist wahrscheinlich. Jetzt muss ich den drucken. Die Frage, wer das kann. Ich schätze mal, ich will hoffen, dass das der mittelgroße Drucker da kann. Was ist das hier eigentlich?
Ein zweiter mittelgroßer Drucker, okay. Was brauchen wir denn für den Drucker? Große Plattform. Schmelzofen. Harz und Gemisch haben wir alles da. Sollte also funktionieren. Ist auch schon drin, sehr gut. Jetzt ist Dingens, glaube ich, der Strom alle. Ja, der Strom ist jetzt mager. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir noch einen Generator irgendwie kriegen. Den gab es hier drin, meines Erachtens. Kleiner Generator. Und was wird gebraucht? Gemisch. Haben wir jetzt nicht im Rucksack. Gemisch. Wo ist denn die Plattform, wo das Zeug drauf liegt? Da. Da ist Gemisch. Und dann drucken wir den mal. Und das Harz können wir da drauf tun. So. Generator ist jetzt eine kleine Batterie. Nee, ich wollte. Ach, der hat oben sitzt da. Ja, ich würde den jetzt hier hinstellen wollen. Einmal raus aus dem Rucksack. Den schließen wir jetzt an den Generator. Einfach da dran, bitte. Hier, da. So, Generator ist dran, aber jetzt fehlt uns Biomasse dafür. Da ist nur Gemisch. Habe ich hier noch Biomasse mit? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht an unserem Werkzeug. Ja, ich glaube, was wir machen müssen, wir müssen erstmal Lager bauen, ne? Aber das war nicht hier. Ne, hier war das nicht. Das haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen das Ganze in einem weiteren Drucker drucken, wahrscheinlich. Der ist ja am Malochen da. Und da ist auch schon fertig, der Schmelzofen. Sehr schön. Verlängerung. Was ist hier drin zu finden? Da ist ein mittelgroßes Lager. Wird schon gedruckt. Escape. Das ist jetzt der Schmelzofen. Den bauen wir schon mal auf. Wir brauchen eine Plattform dafür, wie wir gerade sehen. Und die gibt es wahrscheinlich hier. Große Plattform war das, genau. Große Plattform B. Drei Harz brauchen wir dafür, okay. Kriegen wir drei Harz zusammen? Da sind auf jeden Fall zwei. Ja, müssten wir eigentlich zusammen kriegen. Warte. Das haben wir schon mal los, okay. Und den dritten kriegen wir da auch noch. Und dann können wir die Plattform auch starten. Das war die falsche Stelle, ne? Läuft.
So, das kriegen wir auch hin. Rucksack zu. Na, Rucksack können wir jetzt erstmal entleeren, ne? Ich glaube, an dem Werkzeug ist nichts mehr dran. Jetzt müssen wir das überlegen, was wir. Also, so viele Batterien, wie wir hier drin haben, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht hier. So, die entlädt sich jetzt tatsächlich auch. Ja, den Rest können wir erstmal behalten, oder? Leuchtfeuer haben wir mit. Ja, die sollten wir ja aktiv mehr benutzen. Weil wir definitiv ja doch, glaube ich, mehr Dinge schaffen müssen, ne? Wie heißt es? Das packen wir mal aus, das mittelgroße Lager. Das muss jetzt auch eine Plattform sein, damit ich es ausklappen kann, ne? Kriege ich hier eine Plattform raus? Ich glaube nicht, ne? Doch, einen vorher war die, glaube ich, die Plattform, oder? Dafür brauchen wir ein Harz, aber ich glaube, den sehe ich jetzt hier nicht, oder? Schrott, Gemisch. Das ist, glaube ich, alles Gemisch. Okay, da ist was gedruckt, fertig. Ist hier noch Harz? Ne, da sind noch zwei Forschungsproben. Okay, die können wir auf jeden Fall da reinmachen. Damit es da auch weitergeht. So, die Batterie wird auf jeden Fall leer. Und dass es mit der Batterie klappt, brauchen wir Dingens. Wie heißt es? Die baue ich mal dahin. Der kommt da drauf. Das kann ich da anschließen, oder? Oder, ne, kann ich nicht anschließen. Der hat gar keinen Anschluss. Das sieht nur so aus. Da ist kein Strom dran. Da sind Griffe zum Anpacken. Und ich habe jetzt fast die Vermutung, dass diese Leitung nicht bis zum Haupt reicht. Nein. Dann machen wir das mal so, das war. Das geht auch nicht. Okay, das bedeutet. Nee, das war falsch. Die Plattform. Muss da näher ran. Reicht nicht, oder wie sehe ich das? Doch. Der war doch gerade dran. Ne. Vielleicht ist das ein Stück kürzer. Ja. Okay, der Ofen, Brennofen ist fertig. Kann man aus Gemisch was brennen. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was wir jetzt noch da haben, ne? Nö. Da können wir nichts draus machen. Und die Erde wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Oh. Ne. Gut, die kann dann aber auch erstmal da bleiben. Die kommt ja in eine Zentrifuge nachher rein. Ich würde mal sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.